Tobias Matthias Peterka. Ja, Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen, Deutschland hat ein Infrastrukturproblem. Diese Erkenntnis scheint sich so langsam auch in Kreisen durchzusetzen, die ansonsten eher ihre ganz eigene Wünsch-dir-was-Dialektik pflegen, wobei mein Vorredner ja nicht wirklich begeistert geklungen hat. Zumindest deutet aber darauf der vorliegende Gesetzentwurf zur Beschleunigung von entsprechenden verwaltungsgerichtlichen Verfahren auf den ersten Blick dann doch hin. Geradezu kurzweilige Verhedderungen, in szenetypische Widersprüche werden aber auch dieses Mal geboten, dazu gleich mehr. Zunächst ist aber festzustellen, dass die AfD von Beginn an und ohne ideologische Scheuklappen für effektive Infrastruktur und damit ein entscheidendes Stück Lebensqualität in diesem Land eingetreten ist. Und damit meine ich nicht nur, dass die Straßen in Ordnung sind und man ab und zu auch mal einen Platz in einem Zug bekommen sollte. Nein, es geht gerade um die größeren, weitreichenden Strukturentscheidungen, wie es der Gesetzentwurf ja ebenfalls versucht abzubilden. Es ist aus heutiger Sicht schon fast unwirklich, wie man es vor gut 50 Jahren bei uns geschafft hat, systematisch und stringent die kommerzielle Nutzung der Kernkraft umzusetzen, weltweit mit einer vorbildlichen CO2-Bilanz und den besten Sicherheitsvorkehrungen, die möglich waren übrigens. Und damals konnte man noch etwas bewegen. Heute fahren wir uns eben im Morast von Bedenken, Beklagen, Verklagen und Verhindern fest, für jeden sichtbar, ob Bürger dieses Landes oder Beobachter von außen. Und die Beispiele, die sind ja Legende: BER, Stuttgart 21, Hochwasserschutz und jetzt eben die Revolution frisst ihre Kinder, zunehmend grüne Projekte wie Windkraft, Solarparks oder Stromtrassen. Bei all diesen Dingen wird irgendjemandem, ob tatsächlich oder gefühlt, auf die Füße getreten. Und dann wird eben verklagt und verhindert. Die weitverbreitete Gattung des Salon-Klimarevoluzers, die hat da sogar schon oft privat ausreichend Geld für und ganz zu schweigen, freilich von den Interessenverbänden und Vereinen. Also dachte sich die Ampel wohl, die Geister, die man gerufen hatte, die müssen doch irgendwie wieder in die Flasche zurück. Ganz trocken und wenig revoluzerartig hier über die Verkürzung des Verwaltungsgerichtswegs, aber auch ganz erhebliche Einschnitte bei der Fehlerrelevanz, wir haben es gehört, von hoheitlichem Handeln, sowie die Beschneidung des einstweiligen Rechtsschutzes und so weiter und so fort. Und sogar das überragende öffentliche Interesse, eigentlich ein konservatives Bekenntnis aus dem Bereich von Law and Order, das wird hier in die eigene grüne Uniform gesteckt und tatsächlich ins Feld geführt. Wo ist sie denn hin? Die Solidarität mit der 100. Anwohnerinitiative der seltenen Froschart oder den Krawalltouristen à la Castor Happening oder jetzt Lützerath. Die grüne Basis, man hört es, die grüne Basis kocht bereits, obwohl, wir wissen es ja, dieser Gesetzentwurf de facto am Ende nur ideologisch korrekte Projekte fördern und schützen soll. Aber die Ampel, sie holt sich hier dann sogar das Schlechteste aus beiden Welten, denn nicht einmal die angedachten Vereinfachungen sind so ohne weiteres sinnvoll. Personelle Aufstockungen der Gerichte auf allen Ebenen wären der Schlüssel zu echter Beschleunigung. Der sogenannte frühe erste Termin, der wird definitiv bei diesen komplexen Verfahren eigentlich noch zu mehr Aufwand und Verzögerung führen. Spezielle Kammern zu fordern, das ist wiederum eigentlich durchaus zu begrüßen, auch wenn man hier der Realität hinterherhinkt. Umgekehrt ist es dann quasi wieder bei dieser drolligen Pflicht zu durchsuchbaren elektronischen Dokumenten. Das kann wirklich jeder 12-Jährige inzwischen auf dem eigenen PC. Auch hier gilt abschließend bessere Ausstattung der Justiz. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Sonst taugen auch die besten Dekrete und Wunschzettel nämlich gar nichts. Vielen Dank. Nächster Redner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.